Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Wir sind schon wieder in der Basis, nachdem wir letztes Mal den Laser geborgen haben und uns endlich flugtauglich gemacht haben hier in der Widerstandsbasis. Total gut! Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Du kannst los. Oh, ich möchte sie gerade knuddeln und auffressen. Ich finde das so süß. So niedlich. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber hier haben wir noch was. Ein Brief. Bobbys Brief. Ach ja. Wie gesagt, ich lese die Briefe. Ich werde euch einen Timecode in die Kommentare hauen und ihr könnt es einfach überspringen, wenn ihr wollt. Charlotte, erinnerst du dich an die getigerte Katze? Wie sie bettelte an unserem Fenster und du ihr Garnelen zusstecktest? Wie sie bettelte... Okay. Oder... Moment. Oder die Schnecke auf der Veranda, die vom Tisch in deinen Schoß fiel? Erinnerst du dich an das sonnige Primus Hill, die Mosaike in Clapham Pride und den Kindergarten, den unsere Politiker auf dem Gewissen haben? Ach, bloß er hat eine Familie. Erinnerst du dich, wie du geweint hast vor Freude, wie du immer und immer wieder in meine Arme fielst und mir eine Melodie von Küssen in mein Ohr flüstertest? Erinnerst du dich, wie deine Wut zu Angst wurde, wie du den unzähligen Reden gelauscht hattest und wie dann alle Versprechen null und nichtig wurden? Erinnerst du dich an die getigerte Katze, wie neugierig sie war und jeden Tag aufs Neue kam? Ich glaube, sie gehörte Miss Calloway. Ich bin mir nicht sicher, aber das würde erklären, warum sie nicht mehr wiederkam, nachdem sie umzog. Erinnerst du dich an Monis Lächeln, wie sie lachte und lachte über diese alberne Schnecke, wie sie die Hügel von Primrose Hill hinunterrannte und das erste Mal Bier probierte und wie erschrocken sie war, als sie Blut sah? Oder vor dem Spielplatz, Tränen über Tränen, Umarmungen über Umarmungen und ihre Freudentänze und wie ich dich liebe, wie ich dich liebe. Das ist echt traurig, Mann. Das war vielleicht seine Familie und er hat die verloren. Deswegen wollte er vielleicht auch selber nicht mehr. Wer weiß das schon. Jeder hat hier ein trauriges Schicksal, würde ich behaupten. Jay ist cool, aber ich glaube, mit dem können wir kein einziges Mal reden, oder? Warte mal, bevor wir in die Archive gehen, gehe ich erst nochmal ganz kurz rauf. Ihr wisst, was ich mache. Ich habe jetzt erst nochmal einen kleinen Albtraum. Ich hätte auch Albträume angesichts der Tatsache, dass man hier in dieser Welt leben muss. Andererseits, kann Blasco sich ja... Blasco kann sich ja waffenstarrend wehren gegen diese ganzen Regime-Leute. Das ist übrigens immer ein anderer Albtraum, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Also immer ein anderer Level, sozusagen. Einfach sterben. Nicht so viel schreien, bitte. Ich glaube, er lädt immer bis so 20er Schritte hoch, deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Und nicht immer so schnell die Heilung aufsammeln, meine ich. Gibt's ja gar nicht. Das ist dieselbe Zelle? Also derselbe Level? Nein, ist es nicht. Ich meine, das wäre nicht so.
Oder irgendwie schon. Oh ne, warte, da gehe ich nicht rein. Ich glaube, hier war der einfache... Das ist ja doof. Wenn sich das jetzt alles wiederholt, dann ist es echt doof. Jungs, weniger schreien, mehr sterben. Das hatten wir doch schon, das Thema. Ist es denn so schwer zu kapieren? Oh nein, kam da nicht... Hunde? Hundis? Keine Hundis? Okay. Aber ich esse ihr Futter, das mögen sie bestimmt nicht. Gab's hier nicht irgendwo was Geheimes? Nee, okay, es ist doch ein neuer Level. Also die Level sind immer neu und... Ja, auch das könnt ihr natürlich gerne skippen, weil es nicht zur Story gehört. Ich werde euch alles hier in den Timecode so ins Video, ne? Ne, ne. Oh Gott! Bitte nicht machen. Also nicht mich töten, ja? Ich lasse mal die Heilung liegen, weil wenn ich die jetzt aufhebe, ist es Quatsch. Aber es ist nicht einfach, finde ich. Also es ist ganz schön hart. Und die Musik geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Ich mache mir die mal leiser auf dem Ohr. Wer da? Halt, wer da? Mein Leben! Okay, es ist, ähnelt sich doch sehr, aber ich meine, es wären immer andere Level. So, ziemlich. Eigentlich bin ich der Meinung, dass es so ist, ne? Okay, werden übrigens zwei Kugeln totale Platzverschwendung. Zwei Pistolen. Ja, ja. Ah! Ruhig bleiben. Auf den Boden legen, totstellen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Sag mal. Ich mach jetzt mal ein bisschen Dampf hier. Okay, na, da sind jetzt ganz viele, glaube ich. Oh, shit. Na? Hab ich alle erwischt? Ihr Strolche. Ne, wie gesagt, das ist ein bisschen schade jetzt gerade, weil ich meinte eigentlich, dass immer andere Level kämen. Mal gucken. Oh Gott! Oh. Ey, das Feige! Oh Gott! Nicht töten jetzt bitte! Ich bin so kurz vorm Ziel wahrscheinlich. Ich meine eigentlich, sie hätten viel mehr Variationen drin gehabt später. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und nicht, dass ich jetzt wieder irgendwo reingehe und die kommen von hinten und töten mich! Oh, ich... Oh. Ich würde gerne zurücklaufen und mir ein bisschen Leben holen, aber ich glaube, das macht jetzt auch nicht viel Unterschied. Oh, ich höre einen. Nein. Nicht, dass wieder einer von hinten, ne? Ich hasse das. Das ist immer so überraschend. Überraschung! So. Ich habe ein bisschen... Na gut, nicht mehr so viel, aber für einen reicht's noch, glaube ich. Ich kann noch einen erschießen. Dame mit dem grünen Fass. Ihr kommt jetzt von hinten, ihr Schweine, ne? Ich kenne das schon, das Spiel. Aber da bin ich durch die eine Tür gelaufen, glaube ich. Ah! Nein! Sie haben mich erwischt! Okay. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist erstmal jetzt immer nur derselbe gewesen, derselbe Albtraum. Das variiert dann später noch. Kein Plan.
Weil ich nicht runterspringen. Das tut weh. Gut. Was? Karte aktualisiert? Ich weiß doch schon, dass ich in den Keller muss und den Schimmel für Anja besorgen soll. Jetzt sind wir das erste Mal im Keller. Finde ich ziemlich cool. Der Hangareingang. Ja. Ihr könnt es lesen. Das ist recht uninteressant, finde ich. Das sind immer so ein bisschen Randinformationen. Das ist vielleicht ganz nett, aber... So, ich weiß noch, wo der Schimmel war, glaube ich. War es nicht hier? Nein. War hier. Na, Klaus. Max. Caroline. Ich verstehe das nicht. Kein einziges Kabel. Alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenleben von diesem Ding? Hm, Max? Max Haas? Ja, ja, das sehe ich ganz genau so. Ja, Max ist so ein bisschen wie Hodor. Er kann halt nicht wirklich sprechen, aber... Das ist ein Schimmelfleck. Ist ein netter. Eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Da liegt sie. Ja! Ich hab die Säge. Max Haas? Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Ich kann dir... Ich kann dir auch mal gerne zeigen, wer hier noch der Big Cheese ist, ja? Der große Käse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, seht mal da. Das ist ein Upgrade. Das sehe ich doch. Oh, schön. Ja, es gibt hier Geschütze, dummerweise. Und ihr wisst, das Teil hat nicht sehr viel Saft. Dummerweise. Aber an sich, ja, wie gesagt, finde ich es ziemlich cool eigentlich, dieses Laserkraftwerk. Das ist sehr praktisch. Hm. Hat Werkzeug und Waffe. Ich muss gerade mal überlegen. Ich meine, hier gibt es auch noch was. Hm. Oh, eine Platte. House of the Rising Sun. There is a house. In New Orleans. They call the rising sun. Oh, schön. Ich will wieder... Hi. Ich will wieder Musik hören und singen. Ich mache das übrigens immer für mich. Keine Sorge, ich werde euch jetzt nichts vorsingen. And it's been the ruin of man. Nein. Jetzt übrigens eine sehr geile Version. Oh, sehr schön. Reflexion. Von Five Finger Death Punch. Wer es noch nicht kennt. Naja, es ist... Wurde mir empfohlen und ich fand's... Ich hab's als sehr, sehr gut befunden. Obwohl ich ja finde, dass Cover generell nicht so toll sind. So, haben wir hier noch was? Wie gesagt, ich bin der Meinung, hier war noch irgendwo ein Sammelobjekt, ein goldenes. Muss ja, also Rüstung und... Oh, ich hab mein Messer. Oh Gott, wie viele kommen denn da? Oh shit, 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 shit. Schock shit. Na. Okay, das sehe ich gar nicht. Das ist so hell. Eieiei. Oh, da liegt noch Schrotmunition. Oh, eine Flinte habe ich hier. Cool. Na, dann ist ja gut. Dann habe ich mich... Dann kann ich mich auf jeden Fall wehren. Ich finde die Flinte total geil übrigens. Der Abzug. Seht mal diese Muster, diese Blätter oder was das sein soll. Total gut. Oh nein. Na!
kommt einem so ein bisschen vor wie in Half-Life manchmal hier. Bin ich sogar. Müsste noch die Combine kommen und jedes Mal so ekelhaft quietschen, wenn man sie abschießt. Warte mal, die Tür, ist das jetzt optional oder geht das hier weiter? Das ist eine gute Frage. Oh, seht ihr das? Ich glaube, ich hab's schon. Das Secret. Ach komm schon. Wo komm ich denn da hin? Pass mal auf, da ist ein Loch da unten. So ein Gullideckel, vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich da runterspringen kann. Das wäre echt nicht sehr gesund. Oder doch? Wär's? Warte mal. Vorsicht. Das wäre sogar super. Ah! Okay, vielleicht. Vielleicht sollte ich nicht da ganz. War nicht nochmal jetzt, oder? Oh nein. Autsch. Müsst ihr auch noch explodieren? Oh, komm schon. Vielleicht schon, dass ihr ein Pain in the Ass seid. Explodieren sie auch noch. Ich meine, das ist ein Laser. Hat der... Ist es normal, dass der so eine... Ach, wie sagt man? So ein Einschlags... Limit hat, also da, bis er halt einschlägt. Ne, ihr wisst schon, eine ballistische Flugbahn. Oh nein. Schieß doch. Ja, ich sag ja, das ist das Problem mit dem Laserkraftwerk. Es ist eben sehr schwächlich, was die Batterieleistung angeht. Bitte, bitte nicht. Oh Gott, ja. Eieiei. Aber so kommt man an den Aschenbecher. Sehr gut. Ich hab den goldenen Aschenbecher. Das wird sich übrigens auch nicht ändern im Laufe des Spiels. Ich meine, man kann die ganze Zeit Upgrades sammeln, wie ihr gesehen habt, was ziemlich cool ist. Aber es wird leider nicht besser von der Leistung. Das wird immerhin oder immer wieder so bleiben jetzt. Finde ich ein bisschen schade. Das ist eigentlich so eine Allround-Waffe, die hat man die ganze Zeit bei sich. Okay. Was hier unter dem Stützpunkt alles wartet, oder? Das ist eigentlich ziemlich widerlich. Ich meine, rechnet mit sowas. Das ist eine drohende Gefahr, die wir ständig unter uns haben hier. Und ich meine, wenn Blasco nicht da ist, weiß ja nicht, wer sonst den Laden so gut verteidigen kann. Max? Achso, wir sind schon wieder hier. Wow, guck mal, das ist einfach offen. Da könnte jederzeit so eine Drohne reinfliegen und die Leute abknallen. Zurück, Captain Blazkowicz. Ja, danke schön. Cowboy. Ja, du mich auch. So. Auren. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ja, das ist übel, Mann. Wenn ein Kind getötet wird, nur weil es nicht der Norm entspricht. Ob es ihm gut geht. Ich meine, wer gibt die Norm vor? Das ist grausam. Oh, guck mal. Das Spielzeug hat dich gefunden. Okay, stimmt. Ich muss das sammeln. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Mir fehlt noch ein Charakter und die Rüstungsverbesserung. Warte, was ist das noch? Ach, schau mal da.
Nein, ich habe in Kapitel 1 eine... Das gibt's doch gar nicht. Ich habe einen Enigma-Code. Kann ich das nochmal nachspielen? Das ist ja ätzend. Ah, das habt ihr mir, glaube ich, auch geschrieben in einem Video. So ein Schmarrn. Da habe ich das echt irgendwo übersehen, diesen doofen... Ah, nein. Okay, aber ich möchte auf jeden Fall alle Codes zeigen. So ist es nicht. Ich verspreche euch das. Ich kriege die alle zusammen. Und wenn ich es nochmal durchspielen muss im Anschluss... dann mache ich das halt nochmal. Ist mir doch egal. Ich habe echt Spaß an dem Spiel. Hey, Soldat. Sie halten die Tür zum Archiv verschlossen, weißt du? Ja, du kannst ja doch reden, Jay. Wyatt hat den Schlüssel. Mhm, alles klar. Oh. Für das Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Ah, Caroline hält sich fit, du. Obwohl sie im Rollstuhl sitzt, heißt es ja nicht, dass sie kein Training machen kann. Du hörst, Max. Ich bring dich nach Hause. Mach weiter. Caroline, ich bin sehr stolz auf dich. Nee, sie ist eine gute. Wirklich. Also nicht, dass ihr denkt. Ich weiß aber wirklich nicht... Ihr könnt mir gerne mal schreiben, woher sich die beiden kennen. Das ist mir nämlich gänzlich unbekannt. Ich habe die alten Wolfensteins gespielt. Also die quasi Vorgänger, die wahrscheinlich auch indiziert sind, über die ich jetzt hier nicht reden möchte. Aber... Ja, also ich hab ausreichend gespielt von diesen Spielen früher, weil ich fand das eigentlich ganz nett. Also das war ein recht cooler Shooter und das war halt immer so schön klischee-mäßig und die Bösen waren halt auch immer so schön klischee-mäßig. Das war... Ah, guck mal. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Na, oh, der ist halt wie ein Kind im Kopf. Hat da nicht was geblinkt? Treppen der Welt. Amerikanischer Trottel. Regime-Arsch. Wyatt, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig. Absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten, verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles, verdammt, ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot. Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten, dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast? Der hat alles überlebt, verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut. Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Oh ja, das ist... Ich glaube, das hält einem Fergus auch vor. Dass er sagt, warum hast du den Alten gerettet und den Jungen sterben lassen? Der hätte es eher verdient. Es ist halt immer so ein Zwiespalt. Ich kannte das jetzt hier, wie gesagt, ja noch nicht. Ach, herrje. Hatte ich nochmal den Albtraum? Ach nee, komm, pfeif auf den Albtraum jetzt hier. Pfeif drauf. Dann habe ich... Ich weiß noch nicht, ob ich ihn jedes Mal zeigen möchte oder ob ich es einfach rauslasse und für mich spiele. Schreibt mir das auch gerne mal in die Comments. Wollt ihr das sehen? Problem ist halt leider, weil ich jetzt vorproduziere, werde ich es noch ein, zwei Mal drin haben wahrscheinlich. Weil Überraschung, man kommt immer wieder zurück ins Hauptquartier. So. Genau, wo ist jetzt hier der LKW? Ich weiß es leider nicht. Hören Sie auf zu starren, BJ. Auf deine Tattoos? Die finde ich übrigens gar nicht mal so schlecht. War der LKW nicht hier irgendwo? Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Da haben wir ihn doch. Ich gehe mal erst zu Max und gebe das Ding ab. Der arme Kerl. Ich meine, der ist zwar äußerlich absolut kein Kind mehr, aber im Geiste. Und was Schönes, Max. Ja, und außerdem glaube ich... Stellt uns das auch ein bisschen gut mit den anderen hier, wenn wir was tun für die. Oh, wir haben es freigeschaltet. Über Max weiß man nicht viel, außer seinen Namen und dass er keine Gewalt mag.
Klaus fand ihn in einer Gasse hinter Müllcontainern versteckt und kümmert sich seitdem um ihn. Das ist gemein, ne? Warum haben wir ihm das Hirn rausgenommen? Das ist halt... Wer macht sowas, Mann? Wer macht sowas? Ich würde halt auch noch gerne die Rüstungsaufwertung bekommen. Die muss doch irgendwo sein hier. Entweder das oder ich muss wieder an die Werkbank und muss das wieder zusammenschustern. Nee, warte, das war doch hier oben die Werkbank. Ich schucke oder was? Es geht aber nicht. Ne, es geht leider nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wo ich sie herbekommen soll. Go, girl. Go, go. Na gut. Hm. Die haben die ganzen Bilder gerettet. Behandeln sie aber nicht gerade so, wie sie es gehört für antike Kunst. Na gut. Wie sie halt können, ne? Hier ist ja alles gebunkert ohne Ende. Guck mal. Das immer von Jay, die ganzen Boxen hier. Alter Schwede. Der lebt für die Musik. Auf jeden Fall. So, Schatz. Hier, bitteschön. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung! Staubande! Schneller! Schneller! Bitte! Bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Fass mich nicht an! Oh, dieses Miststück kennt ihr auch noch, ja? Vor dein Engel. Ein wahrer Engel, die Frau. Bewegung! Saubande! Frau Engel, was ist mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Sausack. Sausack. Ich geb dir gleich Sausack. Tja. Und so sind wir im Knast gelandet. Leute, ich würde mal sagen, wir machen hier Schluss. Ich danke euch wie immer mal sehr fürs Zusehen. Es wäre schön, wenn ihr das Video bewertet und dran bleibt. Es wird auf jeden Fall jetzt wird es nochmal richtig krass und immer krasser. Glaubt es mir, es wird immer heftiger. Auf jeden Fall danke. Bis zum nächsten Mal mit Wolfenstein The New Order.